Die USA hat Deutschland zum Abschuss freigegeben. Ernst Wolf warnt. Weil die USA ja praktisch Deutschland zum Abschuss freigegeben haben. Also all das, was wir erleben im Moment, ist ein Riesenangriff der USA auf die EU, und zwar den stärksten Staat in der EU. Und das ist Deutschland. Nur die USA werden nicht vom Weißen Haus ausgelenkt, sondern vom Deep State, Digi. Was könnte diesen Krieg noch aufhalten? Ja, eigentlich nur ein großes Erwachen in der Bevölkerung, dass die Leute wirklich mal aufstehen, dass es dann große Demonstrationen dagegen gibt. Aber im Moment ist es leider so, dass die meisten Leute mehr oder weniger in Angststarre fahren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt: Die USA hat Deutschland zum Abschuss freigegeben. Ernst Wolf warnt. Ernst, der Lindenman, Alter, ich mag den Ernst Wolf, wisst ihr ja schon. Habe ich schon oft genug erwähnt, auf jeden Fall. Und deswegen gucken wir uns mal wieder ein Video an. Ich sag ja, man muss immer alle paar Wochen mal reinschauen, was der Ernst Wolf zu erzählen hat. Weil der Ernst ist auf jeden Fall mies in der Recherche drin und auch immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Entwicklungen geht. Und der hat die Geldströme vor allen Dingen auch auf dem Schirm. Und meiner Meinung nach ist er einer von denjenigen, die auch nicht so leicht reinzulegen sind mit irgendwelche Propaganda im Fernsehen. Und davon gibt es nicht viele in Deutschland. Viele Leute fallen immer wieder auf irgendwelche Fallen rein. Und Ernst ist da einer, der das nicht tut, meiner Meinung nach. Deswegen gucken wir uns Ernst jetzt an, was er hier zu erzählen hat. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Das ist also eine völlig neue Dimension des Krieges, die da eröffnet wurde. Also sowas hat es bisher weltweit noch nie gegeben. Es gibt die Leute, die diese Kriege ins Leben rufen, die daran verdienen, die davon profitieren, die selbst nicht an der Front sind, die selbst nicht sterben und selbst keinen Schaden davon tragen, aber die andere Leute in Tod und Verderben da hineinschicken. Da sind ja 90.000 Soldaten aktiviert worden. Das größte Manöver seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt antwortet Russland darauf mit China im Rücken. Die Russen und die Chinesen haben jetzt 400 Kriegsschiffe auffahren lassen. Wieso fährt denn jetzt ausgerechnet ein deutsches Kriegsschiff durch die Straße von Taiwan? Weil die USA ja praktisch Deutschland zum Abschuss freigegeben haben. Also all das, was wir erleben im Moment, ist ein Riesenangriff der USA auf die EU, und zwar den stärksten Staat in der EU. Und das ist Deutschland. Dass die deutsche Autoindustrie zerstört wird, dass die deutsche Industrie insgesamt an die Wand gefahren wird, dass die deutschen Banken unter Druck geraten, das hat alles seinen Ursprung in den USA. Nur die USA werden nicht vom Weißen Haus ausgelenkt, sondern... Liebe Zuschauer, Ernst Wolf vom Deep State, Digi. Mieses Intro. Wieder zu Gast auf unserem YouTube-Kanal. Wir sprechen heute über spannende Ereignisse in der Automobilbranche. Die Automobilwelt ist erschüttert, nachdem VW nun auch 30.000 Menschen entlassen möchte. Und nicht nur das, sondern dass einige weitere Automobilhersteller massiv angeschlagen sind. Und dazu kommt, dass wir darüber sprechen, dass Donald Trump bereits zwei weitere Male versucht wurde, umzubringen, zumindest laut den Medienberichten. Und wir schauen uns an, was gerade in Deutschland nach den Landtagswahlen passiert und warum die Koalitionsbildung und die parlamentarische Demokratie an ihrem Ende steht. Ernst, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, letzte Woche gab es ein zweites Attentat auf Trump. Wer will Trump denn unbedingt tot sehen? Elon Musk hat ja geschrieben, er wundert sich, dass keine Attentate auf Kamala Harris und Joe Biden passieren. Ja, ich finde, das alles ist ein unglaubliches inszeniertes Theater. Ich weiß nicht, was man davon glauben soll. Also ich glaube nicht, ist so, dass der digital-finanzielle Komplex, der wirklich die Fäden in der Hand hält, dass der im Moment daran interessiert ist, Herrn Trump da wirklich zu beseitigen. Allerdings muss man auch sagen, es gibt einige Leute, denen Trump natürlich nicht gefällt. Also ich weiß zum Beispiel, dass Larry Fink nicht besonders viel von Trump hält, aber Larry Fink sehr, sehr nah an der Demokratischen Partei ist. Also es kann schon sein, dass BlackRock im Moment mehr darauf setzt, dass Frau Harris dann an die Macht kommt oder tatsächlich noch jemand anders, weil ich weiß auch, dass Larry Fink zusammenarbeitet oft mit Barack Obama und in Barack Obamas... Crazy, aber dass zufällig der erste Schütze vom Attentat auch in einem BlackRock-Werbevideo drin war, ne? Zufall? Huch. Präsidentschaft auch richtig hochgekommen ist. Also da spielen sich hinter den Kulissen offensichtlich Dinge ab, aber diese Sachen, die da uns alle immer berichtet werden, da von irgendwelchen Scharfschützen, die auf Golfplätzen entdeckt werden oder so, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Da habe ich keine Ahnung, ob das alles wirklich der Wahrheit entspricht. Ja, ist so. Spannend vor allem war für mich, dass auch dieser Attentäter, der am Golfplatz scheinbar hätte Trump erwischen möchten, mit einer AK-47 aus der Hecke heraus, zuvor in einem Werbespot zu sehen war. Das scheinen ja Gemeinsamkeiten zu sein. Er war zumindest in dem Fall nicht in einem BlackRock-Werbespot, aber von einem ukrainischen Bataillon, in dem... Ganz komisch, was da abgeht, jo. ...sogar
als Freiwilligenkämpfer gerne gekämpft. Ich bin da auf ernst Seite, das könnte alles ein komplett inszeniertes Spiel sein, Hollywood-mäßig halt, America, kennen wir ja. Hätte. Also der Herr scheint ja zumindest laut der Medienberichterstattung sehr verdreht gewesen zu sein, ein Unternehmer, der mittlerweile auf Hawaii lebt. Also was man von diesen ganzen Informationen glauben kann, ist ja auch aus der Ferne schwer zu bewerten. Die Frage wäre also, ob du glaubst, dass die gleichen Strippenzieher hinter diesem Attentat stecken oder ob du überhaupt dran glaubst, dass es ein echtes Attentat war. Das ist ja alles heute sehr, sehr schwer zu bewerten. Also das kann man alles sehr, sehr schwer sagen in dieser Zeit. Aber was mir so auffällt, ist, dass ganz oft immer BlackRock im Hintergrund mit auftaucht. Also wir wissen ja auch, dass Klaus Schwab ganz heftig angegriffen worden ist, dass ihm Vorwürfe wegen Rassismus und Sexismus gemacht worden sind. Und zwar vor allem von Medien, die im Hintergrund eben dann doch von Unternehmen gesteuert werden, die wiederum von BlackRock gesteuert werden. Also mir fällt das wirklich sehr auf in letzter Zeit. Auch wir haben in Deutschland diese ganze Affäre um die Commerzbank mit der UniCredit. Auch da spielt BlackRock eine Riesenrolle. Also man muss sagen, also BlackRock ist im Moment überall mit dabei. Und welche Rolle die genau spielen, das kann man schwer sagen, weil die sind natürlich intelligent genug, um alle Spuren immer zu verwischen. Ja, du sprichst. Habe ich gar nicht mitgekriegt von den Vorwürfen gegen Klaus Schwab. Das ist schon an, also die Verbindungen zu BlackRock, auch zur Ukraine, sind dann doch in den meisten Fällen gegeben. Jetzt gab es ja anscheinend ein drittes Attentat oder einen dritten Versuch auf Long Island. Dort wurde kurz vor Trumps Rede ein mit Sprengstoff gefülltes Auto gefunden, der Täter konnte. What the fuck? Nein, ernsthaft? Trotz Sicherheitskontrollen fliehen, ist auch einer der US-Geheimdienste in diese Attentate verstrickt, um das mal ganz präzise zu fragen. Was denkst du? Möglich ist das alles, aber man darf nicht vergessen, also die US-Geheimdienste sind natürlich mit dem digital-finanziellen Komplex ganz eng verbunden, vor allem über die Person Peter Thiel. Peter Thiel ist der Gründer und Chef von Palantir. Palantir ist die Organisation oder das Unternehmen, was die ganzen Daten des Pentagon, des FBI, der CIA und der NSA da organisiert. Und dessen Partner ist nun der Vizepräsident, der Kandidat von Donald Trump. Also ich meine, Donald Trump geht mit denen Hand in Hand. Und ich glaube kaum, dass die ihren eigenen Mann da wirklich hochgehen lassen wollen. Also für mich ist das Ganze ein Rätsel. Also ich blicke da im Moment wirklich nicht ganz durch. Ja. Ja. Wenigstens ehrlich, ernst, fühle ich. Dann lass uns doch mal... Schwierig auch, viele Leute blicken nicht mehr durch, glaube ich. Du weißt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Könnte auch gewollt sein. Infowars halt, ne? Die geben uns so viele Informationen und so viele verwirrende Sachen, dass wir gar nicht mehr checken, wo vorne und hinten ist. Ein weiteres Thema schauen, und zwar, wir haben ja gerade die Geschichte mit den Pagern gesehen. Im Nahen Osten eskaliert die Lage weiter, ja? Ich habe gerade gehört, dass Israel bombardiert wurde vom Iran oder so, gell? Stimmt das? Die Pager und die Walkie-Talkie-Bomben im Libanon waren ja für viele Menschen ein Schock. Und die Frage hier ist, ist es deiner Meinung nach im Nahen Osten ein weiterer Eskalationsgrund? Naja, auf ganz sicher. Also für mich war das auch ein Schock, weil das ist also eine völlig neue Dimension des Krieges, die da eröffnet wurde. Also sowas hat es bisher weltweit noch nie gegeben, dass zigtausende Kommunikationsgeräte da präpariert wurden und dass die dann gleichzeitig hochgehen, dass man die gleichzeitig hat hochgehen lassen. Also das ist schon was ganz Neues. Natürlich ist das ein unglaublich brutales Verbrechen auch wieder gewesen. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Es sind unglaublich viele Unschuldige dabei zu Schaden gekommen. Und ich meine, Menschen auf diese grausame Art und Weise zu verletzen, dass denen Finger weggerissen werden, dass denen die Augen zerstört werden. Also das ist so unglaublich schrecklich, dass ich das also auch nicht mehr verstehen kann, dass Leute das irgendwie auf irgendeine Art und Weise rechtfertigen. Aber auf jeden Fall dient das natürlich der Förderung der Aggression gerade im Libanon. Es hat ja dann auch einige Raketen aus dem Libanon auf Tel Aviv und auf ganz Israel gegeben. Und Israel reagiert jetzt im Moment, während wir sprechen, ja mit weiteren Luftangriffen auf den Libanon. Also das ist ganz klar eine Maßnahme im Zuge der Eskalation dieses ganzen Konfliktes. Crazy. Ja, auch im Pazifik spitzt sich die Lage zu. Was hat es denn mit diesen riesigen Militärübungen von Russland und China dort auf sich? Ja, das ist ganz interessant, dass die Öffentlichkeit da so wenig darüber informiert worden ist. Ja, jo. Also, erstmal ist die Öffentlichkeit kaum informiert worden über das riesige NATO-Manöver, das wir im Mai erlebt haben. Da sind ja 90.000 Soldaten aktiviert worden und haben das größte Manöver seit dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt. Und jetzt antwortet Russland darauf mit China im Rücken. Die haben auch komischerweise genau 90.000 Soldaten mobilisiert. Allerdings bei dem NATO-Manöver waren es 80 Kriegsschiffe. Die Russen und die Chinesen haben jetzt 400 Kriegsschiffe auffahren. Ach du Scheiße. Lassen. Also da wird von deren Seite natürlich auch eskaliert. Also das ist für mich ein Spiel. Der eine schaukelt den anderen hoch und alle im Hintergrund
sehen sich das Ganze an, weil im Hintergrund die Leute alle tatsächlich zusammenspielen. Genau wie im Zweiten Weltkrieg, wie im Ersten Weltkrieg und wie eigentlich in allen Kriegen zuvor. Es gibt die Leute, die diese Kriege ins Leben rufen, die daran verdienen. Rothschild. Die davon profitieren, die selbst nicht an der Front sind, die selbst nicht sterben und selbst keinen Schaden davon tragen, aber die andere Leute in Tod und Verderben da hineinschicken. Wieso fährt denn jetzt ausgerechnet ein deutsches Kriegsschiff durch die Straße von Taiwan? Das ist auch eine weitere reine Provokation. Also das wäre völlig unnötig gewesen. Also da beweist Deutschland praktisch seine Unterwürfigkeit unter die Befehlsstrukturen der NATO und vor allem die Unterwürfigkeit gegenüber den USA. Also Deutschland muss sich den USA im Moment auch unterwerfen, also die deutschen Politiker, weil die USA ja praktisch Deutschland zum Abschuss freigegeben haben. Also all das, was wir erleben im Moment, ist ein Riesenangriff der USA auf die EU, und zwar den stärksten Staat in der EU, und das ist Deutschland. Also dass die deutsche Autoindustrie zerstört wird, dass die deutsche Industrie insgesamt an die Wand gefahren wird, dass die deutschen Banken unter Druck geraten, das hat alles seinen Ursprung in den USA. Nur die USA werden nicht vom Weißen Haus ausgelenkt, sondern die werden vom digital-finanziellen Komplex, von der Wall Street und vom Silicon Valley ausgelenkt. Und während all dem und wir abgelenkt sind, greift die Ukraine immer stärker auch Ziele in Russland, im Landesinneren an. Bahnt sich hier ein großer Krieg an? Ja, das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und wir haben ja in der letzten Woche das Treffen gehabt zwischen Joe Biden und Keir Starmer, also dem britischen Premierminister. Und da wurde ja darüber verhandelt, dass man tatsächlich Langstreckenwaffen in Europa stationiert. Und da wurde ja tatsächlich allen Ernstes auch davon gesprochen, dass diese Langstreckenraketen möglicherweise von europäischem Boden aus abgefeuert werden. Und Wladimir Putin hat ja auch gleich damit reagiert, hat gesagt, das wäre eine offene Kriegserklärung durch die NATO. Und dann hätten wir tatsächlich den Dritten Weltkrieg. Also es wird im Moment an allen Stellschrauben gearbeitet, um die ganze Situation zu verschärfen. Ich hoffe nur, dass das Ganze mehr oder weniger ein Säbelrasseln ist, um die Leute weiter unter Druck zu setzen. Weil die Angst in der Bevölkerung, das merke ich, also egal wo ich bin ja gerade auf Tour, in Österreich gewesen, ich war in der Schweiz und ich bin ganz viel in Deutschland unterwegs und ich merke, dass die Angst der Menschen wirklich also ganz groß ist im Moment und die haben wirklich im Moment die reine Panik davor, dass möglicherweise der Dritte Weltkrieg direkt vor der Tür steht. Das ist halt doch eventuell gewollt, ne? Entweder es steht wirklich ein Krieg vor der Tür oder es ist gewollt, dass die Menschen Panik haben, weil sie irgendeine andere Scheiße durchsetzen wollen oder beides halt, weißt du? Ich weiß nur eins, wenn die wollen, dass wir in Panik sind, ist es das Wichtigste und das beste Gegenmittel, also dagegen zu arbeiten, ist nicht in Panik zu verfallen, sondern ins Vertrauen reinzukommen und zu sagen und zu akzeptieren, dass Dinge kommen, wie sie kommen. An vielen Sachen können wir jetzt gerade in der Gesellschaft oder im System oder was da in den Kriegen passiert, sowieso nichts dran verändern. Aber was wir machen können, ist selbst in der Ruhe drin zu bleiben und uns nicht emotionalisieren zu lassen und uns keine Panik machen zu lassen, dass wir dann irgendwie, ja, weil wenn du Panik hast, Angst hast, und wenn du extrem diese Gefühle hast, dann kannst du nicht mehr klar denken, das ist bewiesen, weißt du? Und wenn du nicht mehr klar denken kannst, dann kannst du keine klaren, guten Entscheidungen mehr für dich und dein Leben treffen und du bist leichter steuerbar. Und das sollten wir nicht zulassen. Also egal, was draußen passiert, du kannst es trotzdem schaffen, immer ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Ruhe in dir zu behalten, weißt du, das ist halt ganz wichtig, egal was passiert. Und es fällt einem nicht immer leicht, aber so können wir am besten dagegen arbeiten, meiner Meinung nach. Ja. Die Tourdaten verlinken wir natürlich gerne unten, packen wir euch einen Link rein, schaut gerne mal vorbei. Falls noch Plätze frei sind, meldet euch gerne an. Der Ernst freut sich, euch mal live zu sehen. Aber zu der Frage gerade der Eskalation, plant die Bundesregierung deshalb vielleicht den Einstieg bei deutschen Rüstungsunternehmen? Was denkst du? Plant den nicht, die ist eigentlich schon mit drin. Also ich meine, das hat es noch nie gegeben, dass die deutsche Regierung einem deutschen Rüstungsunternehmen Garantien gegeben hat, wenn es eine Fabrik in einem Kriegsgebiet aufbaut. Aber genau das ist passiert. Also Herr Habeck hat Rheinmetall garantiert für die Fabrik, die Rheinmetall jetzt in der Ukraine plant, dass wenn diese Fabrik Rheinmetall große Verluste einbringt, wenn die da tatsächlich zerstört werden sollte, dass dann der Bund einspringt und Rheinmetall dann sich ja abfedert. Also sowas hat es bisher noch nicht gegeben, das hat es noch nicht mal im Dritten Reich gegeben. Aber unter den Grünen ist so etwas möglich. Was könnte diesen Krieg noch aufhalten? Ja, eigentlich nur ein großes Erwachen in der Bevölkerung, dass die Leute wirklich mal aufstehen, dass es dann große Demonstrationen dagegen gibt. Aber im Moment ist es leider so, dass die meisten Leute mehr oder weniger in Angststarre fahren. Aber natürlich, das wird auf Dauer nicht so bleiben, sondern irgendwann wird ein Punkt erreicht werden, dass die Leute einfach die Nase voll haben. Und im Moment sehen wir ja auch diese ganzen Massenentlassungen, die bevorstehen. Also es gibt ja nicht nur um VW und um Phoenix oder Thyssen, es geht ja um auch den ganzen Mittelstand, wo also
ein Unternehmen nach dem anderen im Moment Insolvenz anmelden muss. Also die Leute werden mit der Nase drauf gestoßen, dass in unserer Gesellschaft einiges nicht in Ordnung ist. Und wenn die Leute dann tatsächlich die Querverbindung ziehen zwischen dem, was in der Wirtschaft passiert, was im Finanzsystem passiert und was... Das ist halt die Frage, Digga. Wenn die dann bedingungsloses Grundeinkommen an den Staat bekommen, hier hast du dein Money, sei leise, dann ist die Frage, wie viele Leute dann einfach sich dann auch stilllegen lassen wieder und nichts verändern, weißt du? Der Rüstungsindustrie passiert, ich denke, dann werden wir den Moment erleben, wo wirklich Millionen aufstehen werden und sagen werden, bis hierhin und nicht weiter. Weiß ich nicht, Digga. Und die fernere Zukunft ist ja auch, dass irgendwann auch viele Arbeitsplätze durch Roboter und KIs und so ersetzt werden. Dann ist da auch die Frage, ob wie die Bevölkerung damit umgeht. So, ich muss halt leider sagen, dass ich seit Corona die Hoffnung in die Bevölkerung verloren habe, so in die Gesellschaft, weißt du? Ich habe die Hoffnung an jedem Einzelnen nicht verloren, aber an der Gesamtgesellschaft, an der breiten Masse schon. Deswegen weiß ich nicht, ob man darauf hoffen sollte, dass die breite Masse oder ein Großteil der Gesellschaft auf einmal aufwacht und sich dagegen stellt. So. Und deswegen habe ich für mich entschlossen, mich auf mich zu konzentrieren. Und wenn ich merke, dass es hier den Bach runtergeht, dann bin ich weg. Und so. Dann bin ich weg. Ist jetzt 200.000 Unternehmen von der Insolvenz bedroht in Deutschland. Das ist auf jeden Fall besorgniserregend. Aber im Schatten all dieser Dinge, Ernst, das habe ich von dir gelernt, passiert immer vieles, insbesondere bei dem digitalen Zentralbankgeld. Ja, ja, genau. Was hat es denn mit dem... Der hat den richtig reingeholt in diese... Ja, ich küsse dein Herz, Bro. Der Dominik ist jetzt auch einer der CBDC-Cousin geworden. Agora-Projekt auf sich, ja, da habe ich was zugelesen. Ja, bitte, sorry. Ja, da ist das Agora-Projekt gestartet worden jetzt. Und zwar ist es so, also der Hintergrund ist ganz einfach, dass man ja das Großprojekt in Nigeria gestartet hat, also dem größten Industrieland in Afrika, um möglicherweise die Einführung von digitalem Zentralbankgeld in Europa oder auch in den USA vorzubereiten. Und dieser Großversuch ist komplett gescheitert. Also man weiß, dass man auf diese Art und Weise dieses Geld nicht wird einführen können. Da haben sich die Verantwortlichen offensichtlich vertan. Die haben gedacht, also sie könnten die Banken da beiseite lassen und die großen Kreditkartenunternehmen und einfach mit dem digitalen Zentralbankgeld über die Zentralbanken aufwarten. Die haben ihre Strategie jetzt geändert. Die versuchen jetzt die normalen Banken, also die Geschäftsbanken, mit ins Boot zu nehmen und auch die großen Kreditkartenunternehmen mit ins Boot zu nehmen und die digitale Zentralbankwährung mit deren Hilfe so langsam auf den Weg zu bringen. Mit dabei sind dann JP Morgan, also die größte Bank der USA, mit dabei ist UBS, mit dabei ist auch Mastercard und also da sind alle wirklichen großen Unternehmen dabei und die versuchen natürlich jetzt also diese digitale Zentralbankwährung den Leuten mehr oder weniger unterzuschieben, so als so ein Pilotprojekt der sogenannten privat-öffentlichen Partnerschaft. Das ist ja auch das Motto des WEF immer gewesen, also die Privaten müssen mit den Öffentlichen zusammenarbeiten. Die Privaten, das sind die großen Geschäftsbanken, die großen Kreditkartenunternehmen und die Öffentlichen, das sind die Zentralbanken dann. Wobei man wissen muss, eigentlich sind alle in der Hand... Alle privat, Digga, Zentralbanken sind doch auch private. ...des gleichen Unternehmens im Hintergrund, weil sowohl die Zentralbanken als auch diese Privatbanken alle abhängig sind von BlackRock. Also die hängen alle an der Finanzdatenanalyse-Plattform Aladdin und haben... Ja, Mann, Aladdin. Fast alle ausschließlich als Großaktionär BlackRock im Rücken. Also eigentlich ist BlackRock diejenige Organisation, die das Ganze steuert. Ja, jetzt sprechen wir am 25. September, Ernst. Und da hinten dran gibt es auch noch ein paar Jungs innen, deren Namen wir auch schon öfter mal gehört haben hier im Chat, im Stream. Über den Euro und die Fehlkonstruktion des Euros mit all seinen Konsequenzen. Vielleicht kannst du den Zuschauern mal kurz mitteilen, was wir vorhaben. Ja, ja, genau. Also das ist ganz wichtig zu sehen. Also der Euro ist ja jetzt fast 25 Jahre alt. Der Euro ist ja, ich glaube, im Jahre 2000, 2001 eingeführt worden. Und der Euro hat uns ja nicht da gerade eine Ära der Glückseligkeit beschert. Man muss wissen, dass im Hintergrund damals Deutschland sei da sehr stark mit engagiert war bei der Einführung des Euro, weil Deutschland damals unter großem Druck gestanden hat. Deutschland war damals die führende Exportwirtschaft in der Welt. Und die D-Mark ist immer stärker unter Aufwertungsdruck geraten. Und um diesen... Jungs, jetzt geht's hier nur noch um Finanzen. Dann machen wir jetzt hier Feierabend und verlinken auf jeden Fall das Originalvideo unten in der Beschreibung. Ich hab euch lieb, meine lieben Freunde. Eure Gedanken auch natürlich unten rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Gang.